Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Zum Tee bei Dr. Borsig. Ein Hörspiel von Heinrich Böll. Kannst du deinen Augen noch trauen? Kannst du deinen Augen noch trauen? Kannst du... Ja? Sie hatten Herrn Direktor Dr. Borsig für 10 Uhr zu sich gebeten, Herr Präsident. Ist er da? Ja. Bitte. Und keine Störung. Jawohl, Herr Präsident. Herr Präsident? Setzen Sie sich. Bitte. Danke. Sie rauchen immer noch nicht? Nein, danke. Na schön. Ja, mein Lieber, ich habe vieles auf dem Herzen. Zunächst mein Kompliment für die Becker-Denkschrift. Das ist eine sehr gute, eine ausgezeichnete Arbeit. Sagen Sie, stimmt es, dass Sie dem jungen Mann, der Sie zusammengestellt hat, die Originalunterlagen mit nach Haus gegeben haben? Beckers Tagebücher und seine private Korrespondenz? Ja, es stimmt, Herr Präsident. Aber ich darf hinzufügen, dass inzwischen sämtliche Unterlagen wieder im Safe sind. Ja, weiß ich. Nur finden Sie nicht, dass es recht leichtsinnig war, einem Fremden, einem so jungen Mann, diese Papiere auszuhändigen? Sie enthalten, weiß Gott, nicht lauter Komplimente für die Oramag. Es ist eine meiner Erfahrungen, dass nichts mehr bindet als großes Vertrauen in einer sehr heiklen Sache. Meiner Erfahrung nach bindet nur Geld oder Mitschuld. Aber es gibt Leute, die man noch fester bindet, indem man ihnen Gelegenheit gibt, sich nicht schuldig zu machen. Haben Sie ihm sehr viel Geld gegeben? Es gibt Dinge, die keinen Preis haben. Ach, das ist mir neu. Ich dachte, na, ich bin sogar sicher, dass alles seinen Preis hat. Verzeihen Sie, nicht in jedem Fall. Na gut, lassen wir das. Ich hoffe nur, dass nicht irgendwo Fotokopien der Papiere existieren. Das wäre ein Fressen für die Sunak. Na, die Denkschrift ist gut so. Nichts von den heiklen Dingen, die in Beckers Tagebüchern zu finden waren, ist in die Denkschrift hineingeraten. Hatten Sie dem jungen Mann Richtlinien gegeben? Nein, ich habe den Entwurf selbst zusammengestrichen. Leute dieser Art sind so merkwürdig empfindlich. Und er hat die Streichungen hingenommen? Ich habe ihn nicht gefragt. Auch das gehört zu meinem Experiment mit diesem jungen Mann, auf den ich viel Hoffnung setze. Nehme er die Änderung ohne weiteres hin, so würde er mich enttäuschen. Sie wissen, dass man mit widerstandslosen Leuten auf die Dauer nicht arbeiten kann. Lässt er sich überzeugen, dass die Streichungen notwendig waren, dann werden wir ihn gebrauchen können. Es gibt noch die dritte Möglichkeit, dass er nichts mehr mit uns zu tun haben will. Es gibt wirklich Leute, die keinen Preis haben. Wenn Sie mal so einen auftreiben, so würde ich mich freuen, ihn kennenzulernen. Vielleicht können Sie heute Nachmittag einen kennenlernen. Ich habe den jungen Mann zum Tee zu mir gebeten. Ah, das würde mich tatsächlich reizen. Ich denke, übrigens würde mich interessieren, wie der Entwurf ursprünglich ausgesehen hat. Ich lasse Ihnen gleich den Entwurf bringen. Über solche Dinge, die mir noch einigermaßen wichtig erscheinen, würde ich in Zukunft gern unterrichtet, bevor sie erledigt sind. Sehr wohl, Herr Präsident. Na, das wäre erledigt. Nun etwas anderes. Herr Präsident? Bringen Sie mir bitte die Unterlagen über Prokolorit. Die Unterlagen, Herr Präsident. Danke. Ach, bitte, bringen Sie mir in 5 Minuten einen Kaffee. Für Sie auch, Borsig? Ja, bitte. Also 2.
fürchte, Sie werden den Kaffee nötig haben. Das Wort Prokolorit hören Sie wohl nicht gern. Ich weiß, Prokolorit war ein Fehlschlag. Es war ein Fehlschlag. Aber ich will nicht hoffen, dass Ihr Wahr bedeuten soll, dass Sie Prokolorit aufgeben, Herr Dr. Borsig. Bei der Oramar gibt es keine Fehlschläge. Wenn Prokolorit bisher ein Fehlschlag war, einer der schlimmsten, den die Oramark in ihrer Geschichte erlebt hat, dann wird es bald aufhören, einer zu sein. Und es wird ein Erfolg wie Pantotal werden. Ich hoffe, Sie verstehen. Ich hoffe, Sie werden mir erlauben, an Pantotal zu erinnern. Ja, ja, ich weiß. Sie haben Pantotal zu einem unserer größten Erfolge gemacht. Ich weiß. Und niemand in der Oramark wird das je vergessen. Aber, mein lieber Borsig, Ihr Erfolg liegt 20 Jahre zurück. Seit dem glänzenden Start, den Sie Pantotal gegeben haben, läuft es wie Wasser weg. Könnte mir vorstellen, dass es sogar noch ginge, wenn wir gegen Reklame starteten. Schön, das war Pantotal. Ist Pantotal, wenn Sie mir erlauben, Sie zu unterbrechen, Herr Präsident. Ach, meinetwegen, das ist Pantotal. Aber jetzt geht es um Prokolorit. Lieber Borsig, wir haben 500.000 Schachteln produziert, von denen wir auf Anhieb 50.000 verkauft haben. Aber dann kam nichts mehr. Nichts. Das Zeug liegt wie Blei in unseren Lagern. Wir haben unseren Produktionsapparat darauf eingestellt, dass in 8 Wochen die zweiten 500.000 hergestellt werden. Sie wissen, was das bedeutet. Ich habe mir erlaubt, die beste Werbung zu machen. Sie haben eine schlechte Werbung gemacht. Kannst du deinen Augen noch trauen? Da glauben Sie, das wäre ein guter Slogan? Wer hatte damals eigentlich den großartigen Slogan für Pantotal gemacht? Bist du allein? Bist du in Sorgen? Hören Sie auf, Mensch, hören Sie auf. Es war ein guter Slogan, aber ich habe ihn mehr als 100.000 Mal gehört. Wer hatte ihn gemacht? Vincent Nadolt. Nadolt? Sagen Sie mal, war das nicht ein ziemlich bekannter Dichter? Hat er nicht einen Staatspreis bekommen? Ja, natürlich hat nie jemand erfahren, dass er den Slogan gemacht hat. Und wer hat den für Sinsulin gemacht? Auch Nadolt. Das war auch ein guter Slogan. Ja, und warum arbeiten Sie nicht mehr mit diesem Mann? Ist er zu teuer? Nein, er ist tot. Ach, richtig, ich kann mich erinnern. Aber gibt's keine anderen Dichter? Ich habe nicht nur der Denkschrift wegen das Vertrauen dieses jungen Mannes zu erwerben versucht. Wieso? Glauben Sie, er könne uns gute Slogans machen? Kann er was? Ich meine, ist er bekannt? Unter seinesgleichen ist er bekannt. Man schätzt ihn. Und ich selbst glaube, dass er Einfälle hat. Ja, er hat Fantasie. Aber ich fürchte, er wird nicht mitmachen. Wissen Sie, diese Leute sind merkwürdig. Ich habe ihm für die Denkschrift 2 Monate Zeit, das Material, einen Mitarbeiter und 1.000 Mark gegeben. Er hätte es wahrscheinlich auch für 500 getan. Wenn ich ihm Prokolorit erkläre, ihm sage, was es ist, wogegen man es anwendet, es wird ihm vieles dazu einfallen. Aber wenn ich ihm dann sage, machen Sie mir einen guten Werbespruch und Sie bekommen 3.000 Mark, dann wird er störrisch werden wie ein Esel. Er wird misstrauisch. Na, dann bieten Sie ihm weniger, wenn er durch zu viel Geld störrisch wird. Wie war denn dieser Nadolt? Zuerst war er auch heikel. Aber als ich ihn einmal so weit hatte, da wusste er plötzlich, wie viel er wert war. Und er forderte Preise, die selbst einen abgebrühten Kaufmann nachdenklich gemacht hätten. Es ist so merkwürdig mit diesen Leuten. Ihre Fantasie ist großartig. Wir können ohne sie nicht auskommen. Aber es kommt an einen Punkt, wo sich ihre Fantasie auch des Geldes bemächtigt. Nun, Pantotal hat es wieder eingebracht. Bei Prokolorit müsste es sich zeigen. Wir müssen Prokolorit durchbringen, Borsig. Etwas wird auch Ihnen hoffentlich klar sein. Alle Erzeugnisse, die unter Beckers Präsidentschaft herausgekommen sind, alle, mein Lieber, waren Erfolge. Prokolorit ist das Erste, das unter meiner Präsidentschaft herauskommt. Und prompt ist es ein Reinfall. Es muss durch, Borsig. Versuchen Sie doch, mit diesem Burschen fertig zu werden. Ich habe ihn für heute Nachmittag zum Tee eingeladen. Vielleicht liegt Ihnen daran, ihn kennenzulernen? Das interessiert mich. Merkwürdig, dass wir diese Leute wirklich brauchen. Vielleicht wäre es besser, ihn fest anzustellen. Ich werde mir überlegen, ob ich nicht... Natürlich müsste ich mich erst von seiner Qualität überzeugen. Sie kommen also zum Tee, Herr Präsident? Ja, ich komme. Das erscheint mir wichtig. Ich weiß nicht, was du willst. Jedes andere Mädchen würde sich freuen, wenn sein liebster Bräutigam, Verlobter, nenn es wie du willst, eine solche Einladung bekommt. Soll ich denn ewig hier herumhängen und für eine Arbeit, die mir keiner gleich macht, schlecht bezahlt werden? Ich verstehe, dass du enttäuscht bist, weil du dich als Kino so gefreut hast.
Aber dass du ernsthaft zu glauben scheinst, ich könnte nicht hingehen, das verstehe ich nicht. Ein wenig könntest du dich auch freuen. Freust du dich denn so sehr? Bist du so ganz sicher, dass die Einladung ein Grund zur reinen Freude ist? Ich möchte wissen, ob es einen einzigen Menschen gibt, der nicht dorthin gehen würde. Wenn alle es tun würden, ist das kein Grund, es auch zu tun. Alles, was einem so ohne großen Widerstand zufällt, ist gefährlich. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Freust du dich denn so sehr? Ach nein, du weißt doch, ich mag diese Leute nicht. Sie langweilen mich, aber ich kann mir die Chance nicht entgehen lassen. Denkst du nie an unsere Zukunft? Zukunft? Die Gegenwart wird immer vernachlässigt um der Zukunft willen. Weißt du, wer mir das gesagt hat? Du hast es gesagt. Du hast mich gelehrt, misstrauisch zu sein gegen Leute, die von der Zukunft sprechen. Und nun sprichst du es selbst aus und mit einer Stimme, einem Ernst, der mir fremd ist. Es klingt, als ob ein anderer es sagt. So bekannt klingt es und doch, indem du es sagst, für mich so fremd. Andere sprechen aus dir. Das macht mir Angst. Verstehst du nicht? Vielleicht hast du recht. Gib nur Acht auf das, was ich sage. Aber ich verstehe nicht, warum du solche Angst hast, wenn ich hingehe. Ach, ich habe mich so gefreut. Ich habe dich überraschen wollen. Und jetzt? Jetzt bist du wie ein trotziges Kind, dem man sagen muss, dass die Kirmes ausfällt. Dass die Luftballons geplatzt sind und der Regen die Farbe von den Karussellpferden wäscht. Ich bin kein Kind mehr. Aber vielleicht weiß ich noch, wie es ist, wenn man die Schule schwänzt. Du wirfst die Last ab, die man Zukunft nennt, schneidest das Band durch, das dich mit dem anderen Gesicht, mit der Vergangenheit verbindet, und du bist plötzlich in einer unendlich erscheinenden Gegenwart. Ich hatte gar kein sehr gutes Gewissen, als ich dem Chef sagte, ich müsste zum Arzt. Der tat mir sogar leid, weil so viel zu tun war. Aber als ich dann im Zug saß und wusste, dass ich um 4 Uhr bei dir bin, war ich so froh. Einen ganzen Nachmittag, einen ganzen Abend gewonnen. Es schien mir nicht mehr so wichtig, dass die Kontoauszüge hinausgehen. Züsserlin, Bern, Freuzheim, in Köln, Bremgen, Berlin. Ich denke auch, sie freuen sich über die Verzögerung. Denn ihre Kontoauszüge werden ihnen keine Freude machen. Du machst es dir leicht. Ich weiß nicht, es mag sein, dass die Erwachsenen unfair gegen die Kinder sind. Aber die Kinder sind auch unfair gegen die Erwachsenen. Eure Argumente sind zu groß. Gegenwart, Karussell, der Wind, die Sonne und das Wasser, Gott selbst, alles wird in Bewegung gesetzt. Eure Argumente, sagst du? Glaube mir, ich bin kein Kind mehr. Dann müsstest du wissen, dass ich nicht leichten Herzens zu Borsig gehe, gerade an dem Tag, an dem du mich überraschen wolltest. Du willst also hingehen? Meinst du wirklich, ich könnte noch absagen? Meinetwegen hat er doch Söndgen dazu eingeladen. Deinetwegen? Das glaubst du? Ich glaube nicht, dass Borsig irgendetwas um eines anderen als seiner selbst willen tut. Glaubst du wirklich, ihn so genau zu kennen? Was wir Brot nennen, nennen sie trockenes Brot. Was wir Wein nennen, ist bei ihnen eine Marke. Sie trinken nicht Wein, sondern Jahrgänge und Ortsnamen. Und ist es nicht eine Gemeinheit, Brot trockenes Brot zu nennen? Auch wenn du wenigstens über sie lachen würdest. Was gehen uns diese Leute an? Ja, früher habe ich über sie gelacht. Aber merkwürdig. Das könnte ich jetzt nicht. Bevor ich sie kannte, hatte ich Angst vor ihnen. Aber seitdem ich sie kenne, habe ich nur noch Angst um dich. Ich verstehe dich. Es macht mich nur traurig. Weil ich vielleicht glauben muss, dass du nicht der bist, für den ich dich hielt. Ich habe einfach Angst um dich. Nicht auch um dich? Auch um mich. Bald werde ich, wenn ich überhaupt noch einmal herkomme, allein in diesem Fenster liegen. Werde allein dem Bahnhof lauschen, dem wir so oft zusammengelauscht haben. Schon sprichst du so, als ob es nie mehr sein würde. Es wird nie mehr so sein. Noch hast du es gar nicht der Mühe wert gehalten, mich zu fragen, weswegen ich heute zu Borsig muss. Ich weiß, zum Tee trinken. Aber es wird der bitterste Tee deines Lebens sein und der wird teuer sein. Jeden Schluck, den du trinkst, wirst du bezahlen müssen. Wie schön du prophezeien kannst. Ich wusste noch nicht, wie schlau du bist. Wüsste ich nur, woher die Weisheit kommt. Sie kommt aus meinen Ohren, kommt aus meinen Augen. Ich habe ihre Gesichter gesehen. Ich habe die Stimmen dieser Leute gehört. Und ich bin sicher, dass sie etwas von dir wollen, wozu du dich nicht hergeben solltest. Aber was es ist, weißt du nicht.
Ach, das alles hört sich für mich so ein wenig nach Boom an, eine dunkle Gefahr, die auf mich wartet. Aber wenn ich ausweiche, wirst du nie wissen, ob deine Angst um mich gerechtfertigt war. Du weißt also nicht, dass es eine wirkliche Gefahr ist? Weißt du es? Bin ich in einem Verhör? Sei froh, wenn du nie von jemand anderem als von mir verhört wirst. Ach, ich möchte lieber mit dir ins Kino gehen. Ich möchte die Frau sehen, die den Mann liebt, der sie nicht liebt. Ich möchte nachher mit dir Limonade trinken. Grün müsste sie sein. Kalt. Es würde nichts mehr ändern. Und du würdest die ganze Zeit über an die größte Chance deines Lebens denken, die dir entgangen ist. Es ist wirklich die größte Chance meines Lebens. Geh hin und nimm sie wahr. Und was wirst du tun? Ich werde warten. Wenn du bis 10 nicht kommst, werde ich glauben müssen, dass du den Preis bezahlt hast. Ich glaube, du hast recht. Es wird nie mehr sein, wie es war. Und du bist klug. Wenn ich zu Borsig gehe, wird die Erinnerung an das, was nicht war. Sie wird nicht auszulöschen und sie wird schön sein. Immer werde ich an den Film denken, den ich nicht gesehen, an die Limonade, die ich nicht getrunken habe, an die Stunden, die ich bei diesen Burschen verbracht und die ich mit dir hätte verbringen können. Du bist klug. Du musst jetzt gehen, wenn du gehst. Merkwürdig, wie sich alles gewendet hat. Jetzt schien es, als seist du untröstlich darüber, dass ich gehe. Und nun schickst du mich weg. Noch etwas. Nimm Blumen mit für Frau Borsig. Ach, jetzt bekomme ich sogar noch Anstandsunterricht. Nein. Aber das wirst du vielleicht nicht glauben. Es ist, weil sie so nett war zu mir. Und ich mag sie auch. Ich sprach länger mit ihr, als wir da waren. Wird sie dabei sein? Ich weiß nicht. Reizende Blumen haben sie mir mitgebracht. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Aber sagen Sie mir, warum haben Sie das junge Mädchen nicht mitgebracht, das neulich mit Ihnen hier war? Franziska? Ja. Der Herr Doktor sagte mir nicht, dass ich sie mitbringen solle. Ja, kommen Sie herein. Der Tee, gnädige Frau. Danke. Was ist noch? Warum warten Sie? Gnädige Frau, es ist mir sehr, aber ich habe von Herrn Doktor die strikte Anweisung, darauf zu achten, dass Sie sich schonen. Sie wissen, der Arzt... Ja, ich weiß, was der Arzt gesagt hat. Ich werde mich gleich wieder zurückziehen und werde mich gleich wieder ins Bett legen. Soll ich nicht für Sie mitdecken zum Tee drinnen im Herrenzimmer? Nein, für mich nicht. Machen Sie sich keine Sorgen. Lassen Sie uns jetzt bitte allein. Nehmen Sie Milch in den Tee? Danke, nein. Zucker? Danke, nein. Als Sie zuletzt hier waren, da nahmen Sie Zucker in den Tee. Ich finde, er schmeckt ohne Zucker besser. Schön. Geben Sie Acht, dass Sie immer genau wissen, wie Ihnen der Tee wirklich am besten schmeckt. Es ist schwer, das genau zu wissen. Man quält sich damit ab, einen Stil zu finden. Ich lernte einmal jemanden kennen, der unbedingt einen rohen Eidotter im Tee haben musste. Unbedingt. Wenige Tage später ertappte ich mich dabei, dass ich auch einen rohen Eidotter im Tee haben musste. Unbedingt. Es schmeckte mir abscheulich, aber ich trank es. Ich aß Käsesorten, vor denen ich mich, solange ich mich erinnern konnte, geekelt hatte. Ich ekelte mich weiter vor ihnen, aber ich aß sie, weil jener sie aß. Wissen Sie, wie jener hieß? Es war Otto Sansel. Der Dichter? Mhm. Sie haben ihn gekannt? Er war der Freund meines Vaters. Damals war er schon über 60. Weißhaarig, groß. Ein schöner Mann mit einer dunklen Stimme.
Der Typ, den man 1913 Schwerenöter genannt und vor dem die Mütter ihre Töchter vergeblich gewarnt hätten. Ja, ich trank einen rohen Eidotter im Tee 4 Wochen lang. Bis mein Vater mir eines Tages die Tasse mit dem Eidotter vom Teller schlug. Sie können den Fleck heute noch sehen, wenn Sie wollen. Der Teppich liegt jetzt im Bügelzimmer. Ein historischer Teppich. Der Teppich, den Vincent Nadolt befleckte. Ihr Vater war Vincent Nadolt? Ja, er war mein Vater. Tausende, Hunderttausende verehren ihn heute noch. Ja, Millionen sind einmal der beschwörenden Kraft seiner Verse erlegen. Oh, verzeihen Sie, ich wusste nicht, dass die Auflagen, dass der Kreis seiner Verehrer so groß ist. Woher sollten Sie es wissen? Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Die Millionen, die der beschwörenden Gewalt seiner Verse erlegen sind, wissen gar nicht, dass sie Vincent Nadolt erlegen sind. Er hat die Werbesprüche für Pantotal gemacht. Ja. Es ist bisher ein Geheimnis gewesen, aber Sie hätten es doch gleich erfahren. Mein Mann oder Söntgen hätten Sie in dieses Geheimnis eingeweiht. Ich verstehe nicht, warum Sie mir das anvertrauen. Es ist natürlich ein Schlag für mich, zu erfahren, dass der Verfasser von Entwurzelter Ferne identisch ist mit dem Verfasser der Werbesprüche für Pantotal. Der Schlag sitzt. Aber ich weiß nicht, warum ich ihn empfangen habe. Darauf kann ich Ihnen eine genaue Antwort geben. Weil ich einige sehr gute Gedichte von Ihnen gelesen habe. Ich habe alles von Ihnen gelesen. Es ist dem Umfang nach nicht viel, aber ich habe es nicht vergessen. Obwohl ich es vor einem Jahr gelesen habe. Wenn die große Flut kommt, werden in den Klassenzimmern die Schulbänke an der Decke schwimmen. In den Glockenstühlen werden Haie wohnen. In der Radiostation werden noch Bänder ablaufen. Und erstaunte Heringe werden dem Vortrag über das Wesen der Kunst lauschen. Aber die Heringe werden nichts verstehen. Bitte sprechen Sie nicht weiter. Ich bitte Sie. Sie hören es nicht gern, das glaube ich. Es gefällt Ihnen nicht mehr, auch das glaube ich. Aber mir gefällt es. Und Sie haben es geschrieben. Und ich weiß, dass die Werbung für Procolorit bisher schiefgegangen ist und man einen neuen, guten Mann sucht. Alle Geschäfte werden schlecht gehen. Am schlechtesten aber das Grundstückgeschäft. Bitte. Ja, schön, schön, ich höre auf. Ich will Sie nicht quälen. Sie sind krank, gnädige Frau. Sie sollten sich wirklich schonen. Ja, ich bin krank. Aber ein paar Minuten müssen Sie mich noch ertragen. Sie müssen mir meine Erregung verzeihen, aber was Sie geschrieben haben, erinnert mich so sehr an das, was mein Vater schrieb, bevor er die Slogans für Pantotal schrieb. 20 Jahre, fast auf den Tag ist es her, dass etwas geschah, was mich an diesen Tee heute Nachmittag erinnert. Mein Vater war damals 40 und er war bekannt. Mein Mann war damals 25, so alt wie Sie jetzt. Er war zum Tee bei uns eingeladen, weil er eine Dissertation über meinen Vater geschrieben hatte. Aber wir wussten nicht, dass er eben die Leitung der Werbeabteilung bei der Oramark übernommen hatte. Sie können sich die Ohren zuhalten. Sie dürfen mich für überspannt halten. Machen Sie, was Sie wollen. Sie können die 10 Minuten, die Sie bei mir gesessen haben, für verloren halten. Aber ich musste es Ihnen sagen. Außerdem bin ich ein wenig erschrocken gewesen, als Sie so viel Entgegenkommen mit der Becker-Denkschrift zeigten. Ich habe kein Entgegenkommen gezeigt. Aber sie ist doch mit sehr wesentlichen Veränderungen erschienen. Veränderungen? Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Ist sie denn erschienen? Bitte. Stehen Sie auf. Gehen Sie drüben ans Regal. Rechts neben der roten Hoffmannsthal-Ausgabe liegt ein kleines Paket. 10 Exemplare der Denkschrift, die gestern erschien. Werner Becker, Baron von Buckum, ein Leben für die Oramark. Zusammenstellung des Textes von Robert Wilke. Aus einfachen Verhältnissen stammend, sein Vater war Schrankenwärter, zeigte Werner Becker schon früh jene Begabung, wie das Genie auszeichnet. Aber da fehlen ja... Das habe ich nicht geschrieben.
verfehlt ja alles, was Beckers Leben zu einem besonderen Leben macht. Das ist doch nur verwaschenes Zeug. Machen Sie kein Drama draus. Erschienen wäre Ihr Manuskript niemals so, wie es war. Das können Sie der Oramag wirklich nicht zutrauen. Regen Sie sich nicht auf. Becker war ein Gangster, aber er wusste, dass er einer war. Das unterscheidet ihn von Söntgen. Aber man hätte mich fragen müssen. Natürlich hätte man Sie fragen müssen, aber vergessen Sie nicht, dass Sie Geld genommen haben. Franziska scheint recht gehabt zu haben. Was sagte sie? Oh, sie war böse, weil sie mich hatte überraschen und mit mir ins Kino gehen wollen. Sie sagte fast dasselbe, was Sie sagen. Franziska sieht aus wie die Tochter, die ich immer haben wollte. Aber Sie haben doch Töchter. Reizende Töchter, wenn ich das sagen darf. Oh, wie gut Sie Konversation machen können, nachdem Sie gerade entdeckt haben, wie sehr man Sie betrogen hat. Ich habe reizende Töchter, ja. Aber ich rate Ihnen, gehen Sie ans Telefon. Rufen Sie sich ein Taxi. Warum bleiben Sie noch hier? Glauben Sie wirklich, ich könnte gehen? Warum ich bleibe? Ich weiß nicht, ich habe einfach keine Angst. Ich werde vielleicht eine schlechte Figur abgeben, aber ich will es wissen. Oh, ich habe so viel Zeit. Geben Sie Acht mit der Zeit. Stunden vertan, Tage verpafft wie eine Zigarette. Jahre gehen an Ihnen vorüber wie ein mittelmäßiger Film und eines Tages sehen Sie, dass Sie Töchter haben, die aussehen wie Filmstars, die Ihnen immer unsympathisch waren. Und es bleibt Ihnen nichts als das, was man ein geschmackvolles Heim nennt. Sauberkeit, Ordnung, alles am rechten Platz. Und morgens, wenn Sie erwachen, der Brechreiz, von dem Sie nicht wissen, woher er wohl kommen mag. Wollen Sie nicht der erste Mensch sein, der einen Rat annimmt? Sie sind wie die dummen Jungen, die wissen wollen, wie der Krieg ist, obwohl ihre Väter ihnen erzählt haben, wie er ist. Schmutzig und sinnlos, verklärt nur durch die Toten, Engel, die im Schlamm erstickten. Wollen Sie den tödlichen Kreislauf nicht unterbrechen, nicht erfahren, nicht wissen, sondern glauben, dass die Zeit, die Sie beim Tee verbringen werden, verschwendet ist. Ich danke Ihnen. Nein, ich bin neugierig. Lassen Sie mich. Schade nur, dass Sie nicht dabei sind. Ich kann nicht. Ich kann Ihre Stimmen nicht mehr hören. Ich kann Ihre Gesichter nicht mehr sehen. Ich werde wegfahren. Ja, ich werde weit wegfahren. Lassen Sie mich Ihnen noch etwas sagen. Als ich jung war, schrieb mir mein Vater, lernte ich unrasierte Schwindler kennen. Männer, die schlechte Bilder malten, schlechte Verse schrieben. Männer, die Rasierklingen mit einem Wert von 2 Pfennigen für 10 Pfennige verkauften. Später lebte ich in einer Welt, wo die Schwindler rasiert waren. Männer, die schlechte Bilder malten, schlechte Verse schrieben. Männer, die Gegenstände mit einem Wert von 2 Pfennigen für 1 Mark verkauften. Als ich älter wurde, zog ich die Welt der unrasierten Schwindler wieder der der Rasierten vor. Nun, treten Sie ein in die Welt der rasierten Schwindler. Für mich, der ich Werner Beckers engster Freund war, nun sein Nachfolger bin, war es von außerordentlichem Interesse, lieber Herr Wilke, Ihre Arbeit über meinen verehrten väterlichen Freund zu lesen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Es war eine Überraschung für mich, Herr Präsident, die Arbeit schon gedruckt zu sehen. Ich dachte, ich habe damit gerechnet, dass man mir Gelegenheit geben werde, die Änderungen zu beobachten. Tatsächlich scheint mir, dass man der Persönlichkeit des Herrn Baron von Bukum nicht ganz gerecht geworden ist. Na, ich freue mich, dass Sie Ihr Manuskript verteidigen, dass Sie zu Ihrer Sache stehen. Das Gegenteil hätte mich enttäuscht. Gratuliere Ihnen. Sie haben Schneid. Die Schuld trifft mich, lieber Wilke. Aber wenn ich Ihnen keine Gelegenheit gab, die Änderungen gutzuheißen, so hatte ich einen triftigen Grund. Es fehlte an Zeit. Sie wissen, dass schon in 4 Tagen Beckers Geburtstag ist und... Wir haben Ihnen großes Vertrauen geschenkt, indem wir Ihnen Material übergeben haben, das unserem Konzern empfindlich, sehr empfindlich hätte schaden können, wenn es auf irgendeine Weise in die Hände der Konkurrenz gekommen wäre. Stell dich vor,
Wir wären auf die Idee gekommen, etwa Beckers Tagebücher, die recht merkwürdige Eintragungen enthalten, der Sunak zu verkaufen. Ich wüsste nicht, dass ich Anlass gegeben hätte. Ach, ich habe sie doch nicht verdächtigt. Ich habe nur die Möglichkeit erwogen, dass sie hätten verdächtig sein können. Ich selbst, mein Lieber, habe Dr. Borsig vor dem Vertrauen, das er ihnen schenkte, gewarnt. Aber heute billige ich dieses Risiko, weil es uns den Beweis ihrer Vertrauenswürdigkeit erbracht hat. Eine Tatsache, die wir zu schätzen wissen. Da Sie mit so viel Schneid Ihr Manuskript verteidigen, lassen Sie mich noch sagen. Hätten wir dem Publikum die Denkschrift über den Gründer ohne Korrekturen vorgelegt, so hätten wir zweifellos das Bild eines weisen, eines sehr originellen Menschen vermittelt. Eines Menschen, der im Alter zu beachtlichen philosophischen Erkenntnissen über die menschliche Existenz kam. Eines Skeptikers von Format, könnte man sagen. Gut, aber diese Aufgabe wäre eine ausgesprochen literarische gewesen. Doch, mein Lieber, glauben Sie, wir hätten dann auch nur eine Packung Sinsulin mehr verkauft? Oder eine Schachtel Pantotal? Es ist mir nicht klar, wieso Sie mir Vertrauen in einer so wichtigen Sache wie der Becker-Denkschrift geschenkt haben. Der Grund ist ein einfacher. Ihre ausgezeichnete Arbeit hat uns auf den Gedanken gebracht, dass es interessant sein könnte, ein Archiv anzulegen, in dem wir stets Material bereit haben, das sich zur Information über die Zwecke unseres Konzerns eignet. Konkret gesprochen, es ist schon eine Binsenwahrheit geworden. Jeder Straßenjunge, jede einfache Hausfrau spürt es. Wir leben im Zeitalter der Public Relations. Ein enormer Ideenreichtum wird entwickelt. Aber diese Ideen, Werbesprüche, die wie Geistesblitze aussehen, kleine Geschichtchen, die wie das Zufallsprodukt einer geschickten Feder wirken, alle diese Dinge entstehen in harter und nüchterner Arbeit. Aufgrund von Statistiken, nach Einsicht in eine Fülle von Material. Sie, lieber Wilke, sollen für uns dieses Material sammeln, es auswerten. Ich glaube, ich kann Ihnen versichern, dass es keine langweilige Arbeit sein wird. Nehmen Sie ein Beispiel. Wir haben einen neuen Artikel entwickelt. Ein Präparat, das die Menschheit vor der Gefahr der Farbenblindheit schützt. Nun stellen Sie sich vor, jetzt wo unser gesamtes Straßennetz mit Ampeln versehen ist, grün, rot, gelb, stellen Sie sich vor, jetzt würde die Farbenblindheit plötzlich um sich greifen. Die Autofahrer würden bei rot durchfahren und bei grün stoppen. Die Folgen werden unabsehbar sein. Aber ich sehe nicht, was ich tun könnte oder tun sollte, um ein solches Präparat zu propagieren. Ihre Aufgabe würde es sein, den Leuten die Folgen der Farbenblindheit in all ihren Schrecken auszumalen. Wir kennen die Fakten. Sie müssen ihre Fantasie in Bewegung setzen, um die Gefahr gleichsam menschlich greifbar zu machen. Eine bloße Unvermeldung regt die Leute nicht auf, aber eine winzige Geschichte mit den Elementen des Alltagslebens durchsetzen. So etwas, was jedem passieren könnte, das kapieren die Leute. Sehen Sie, wir haben Unterlagen über einen Fall von plötzlicher Farbenblindheit. Ein Vertreter wurde das Opfer eines Verkehrsunfalls, weil er über Nacht die Fähigkeit verloren hatte, Rot und Grün voneinander zu unterscheiden. Würde Ihnen dazu nichts einfallen? Ist das nicht ein einfach erschütternder Fall? Man weiß, dass er sein Auto bestieg, um seine Kunden zu besuchen, dass er eine Stunde später tot war. Und das Mittel hilft wirklich gegen Farbenblindheit? Sie waren eben mit Recht beleidigt, als meine Äußerungen wie ein Verdacht aussahen. Aber jetzt erlauben Sie bitte uns ein wenig erstaunt zu sein. Glauben Sie, wir propagieren gegen eine bestimmte Krankheit ein Mittel, das nicht erprobt ist? Ganz abgesehen davon, dass die Ärzteschaft uns mit Recht bald vor die Gerichte bringen würde, selbstverständlich sind auch die Unterlagen über die Unfälle amtliches Material. Die Vorstellung, dass der Mann, hätte er ihr Mittel genommen, noch lebte, diese Vorstellung ist grauenhaft. Er hat sicher seine Frau geküsst, er hat sich von seinen Kindern verabschiedet. Der Frühstückstisch blieb unaufgeräumt zurück. Die Frau packte die Schulranzen für die Kinder. Am Abend wollten sie vielleicht Mensch, ärgere dich nicht spielen oder Quartett. Aber am Abend küsste er seine Frau nicht. Sah er die Kinder nicht mehr. Das Spiel wurde nicht gespielt. Hätte er dieses Mittel genommen? Hätte er Prokolorit genommen. Er hätte auch am Abend seine Frau wieder küssen, seine Kinder umarmen, hätte mit ihnen spielen können. Das ist eine großartige Geschichte. Das greift ans Herz. Das packt die Leute. Seine Kinder hätten nicht vergebens auf die Heimkehr des Vaters gewartet. Nur ist die Geschichte zu schrecklich, um für Reklamezwecke ausgewertet zu werden. Denken Sie einfach darüber nach, welche Bedeutung im Leben des Menschen die Farbe spielt. Die Haarfarbe einer Frau. Das Rot der Lippen. Das Grün des Grases. Eine fantastische Vorstellung, dass jemand plötzlich die Lippen eines Mädchens grün, dass er eine Wiese rot sieht oder
Denken Sie an einen Fußballspieler, der das rote Trikot eines Gegners plötzlich für das grüne eines Mitglieds seiner Mannschaft hält. Vielleicht gerade vor dem Tor, wo er im entscheidenden Augenblick dem gegnerischen Verteidiger flankiert. Die Chance eines Tores verpasst. An einem Tor können 100.000 Mark für Tipper hängen. An einem Tor kann der Abstieg aus der Oberliga hängen. Das ist großartig. Eine Werbestory in Verbindung mit Fußball. Also das ist großartig. Ich gratuliere Ihnen. Ich halte schon Ihre ersten Einfälle für ein gutes Zeichen am Beginn unserer Zusammenarbeit. Vergessen wir den Mann, der da gestorben ist. Seien wir nicht immer so ernst. Wir wollen aus dem Tod kein Geschäft machen. Meine Bedenken fangen da an, wo ich nicht weiß, ob die Farbenblindheit eine wirkliche Gefahr ist. Ich habe Bedenken, ob man die Menschen mit der Gefahr einer Krankheit erschrecken sollte, die nur für einen verschwindend kleinen Teil von ihnen eine wirkliche Gefahr ist. Man veranlasst vielleicht 50.000, ein Mittel zu kaufen, das nur für 3 von diesen 50.000 einen wirklichen Schutz bedeutet. Wenn Sie 3 Menschen das Leben retten... Dann scheint es Ihnen nicht zu viel, wenn 50.000 dafür 2,10 Mark bezahlen. Ach, lässt sich der Preis eines Menschenlebens in Geld ausdrücken? Natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass meine Bedenken... Ja, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Laden Sie Ihre Bedenken auf uns ab. Lassen Sie sich nicht von Vorstellungen quälen. Wir beauftragen Sie, uns eine Serie von 3 oder 4 kleinen Geschichten zu schreiben. Warnungen vor der Gefahr der Farbenblindheit, die den Gebrauch von Procolorit empfehlen. Eine simple, ganz einfache Sache. Sie haben Ideen, Sie haben Fantasie, wir kaufen diese Ideen. Ich denke, über einen Preis werden wir uns einigen. Wir pflegen in solchen Fällen nicht kleinlich zu sein. Und wenn Sie nur einen einzigen Menschen wirklich retten, wenn Sie... Ich weiß nicht. Ich müsste mich erst überzeugen, dass die Farbenblindheit eine wirkliche Gefahr ist. Aber glauben Sie mir, sie ist eine Gefahr. Ich werde Sie, wenn Sie mich besuchen, in einer Minute davon überzeugt haben, dass es wirklich so ist. Aber dann sollte man doch jeden Autofahrer, jeden Menschen eigentlich, eine Reihe Untersuchungen unterziehen und denjenigen, bei denen die Krankheit oder die Möglichkeit dazu festgestellt wird, denen sollte man Procolorit verschreiben lassen. Ja, das würde zunächst einmal unendlich lange dauern. Bedenken Sie, wie schwierig es ist, den Verwaltungsapparat in Bewegung zu setzen. Mein Gott, eine Ewigkeit würde das dauern. Aber ganz davon abgesehen, eine solche Aktion würde vielleicht zum Erfolg haben, dass wir 10 oder 20.000 Schachteln Procolorit verkaufen. Wir haben aber, hören Sie gut zu, wir haben 500.000 Schachteln produziert und haben davon mit Mühe und Not 50.000 verkauft, die wir verkauft haben auf den Namen unserer Firma hin. Mein Lieber, die Angst ist zu klein. Wir müssen die Angst vergrößern. Ich kann mich keinesfalls dazu entschließen, an der Vergrößerung der Angst teilzunehmen. Angst vor einer Gefahr, die keine ist? Wer spricht davon, dass Sie sich hier und sofort entscheiden sollen? Außerdem haben wir noch andere Pläne. Was mir wichtig erscheint, ist, den Leuten zu zeigen, dass hinter den abstrakten Namen von Industriefirmen Menschen verborgen sind. Alle kennen die Oramag. Sie ist für die meisten wie ein Gespenst, eine Zusammensetzung von Buchstaben, etwas ganz Abstraktes. Aber dass diese Oramag in Wirklichkeit Bäcker, dass sie Söndgen heißt, dass sich hinter diesen abstrakten Buchstabengebilden Menschen verbergen, darin sehe ich eine wichtige Aufgabe, die eigentlich schon zum Teil durch die Bäcker-Denkschrift erfüllt wurde. Wir müssen diese, ich möchte es Entmythung nennen, das müssen wir fortsetzen. Eine sehr gute Idee. Doch scheint mir, wir sollten nicht stundenlang so ernste, so tief schürfende Gespräche führen. Mein Gott, Sie sind doch noch jung und schon so ernst. Versuchen Sie, ein wenig heiterer zu sein. Wissen Sie, mein Lieber, wie viele Menschen nierenkrank sind? Nein. Ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß, dass die Sunak jeden Monat 30.000 Schachteln von ihrem Nierenmittel verkauft. Einfach, weil sie eine großartige Serie gestartet hat. Riesenplakate, wo eine kranke Niere dargestellt wird und einen plumpen, aber wirksamen Werbespruch. Denkst du je an deine Niere? Seitdem denken die Leute an ihre Nieren und kaufen das Mittel von der Sunak. Ja. Sagen Sie mir, soll ich mehr Gewissen haben als die Konkurrenz? Ich habe Arbeiter, ich habe Angestellte, wir haben eine ausgezeichnet funktionierende Sozialversicherung in unseren Werken, wir haben Müttererholungsheime und ich habe im Lager 450.000 unverkaufte Schachteln Procolorit. Ihre Hartnäckigkeit in Ehren, sie imponiert mir. Und je hartnäckiger Sie sind, umso mehr reizt es mich, Sie für uns zu gewinnen. Ich mag die jungen Leute nicht, die einem gleich recht geben. Aber nun schlage ich vor, wir gehen essen. Los, lassen Sie den Kopf nicht hängen. Ich höre, Sie wollen heiraten, habe ich recht gehört? Heiraten, ja, ich dachte daran, es ist... Sie haben mich nachdenklich gemacht. Ach, seien Sie friedlich. Befreien Sie sich für kurze Zeit von Ihren Vorstellungen. Kommen Sie, wir gehen zum Abendessen.
Sie haben übrigens keine schlechten Vorgänger. Gewiss wissen Sie, wer Nadolt war. Oh ja, ich weiß, wer Nadolt war. Und wissen Sie, dass Nadolt... Auch das weiß ich. Und auch das hat mich nachdenklich gemacht. Sie wissen? Ist mir unerklärlich. Ich verstehe nicht... Nur los, meine Herren. Bohren Sie sich nicht fest. Dr. Borsig. Ja? Diesen Burschen müssen wir bekommen. Das ist ja großartig. Diese Fantasie, diese Einfälle. Hören Sie, wir müssen ihn bekommen. Wenn die große Flut kommt, werden junge Seelöwen den Paternoster benutzen, der unermüdlich weiterlaufen wird. Ein Rotbarsch wird das Frühstück des Intendanten aus dem Kandelaber an der Decke angeln und es in aller Ruhe verzehren. Rührei auf Toast. Überleben werden nur die beiden Kinder, die den Schwimmkursus schwänzten, um die Kathedrale zu besteigen. Oben im Schnittpunkt der beiden Kreuzbalken wird der sicherste Punkt sein. Ein Strudel wird den beiden nach oben spülen, was sie brauchen. Eine Büchse Ananas oder eine Ente aus Zelluloid, wie man sie beim Einkauf von einem halben Pfund Margarine als Zugabe bekam. Die Fische werden zum Leichen Gotik bevorzugen. Ich bin traurig, dass mein Vater das nicht mehr gelesen hat. Es hätte ihm gefallen. Mir gefällt es nicht so sehr. Vielleicht klingt es gut, aber es macht mich so bange. Und ich bin bange genug. Ihr Vater. In unserem Lesebuch standen Geschichten von ihm. Schöne Geschichten. Wozu sind Sie gekommen? Um mir zu sagen, dass ich diese Geschichten nicht glauben soll? Ich hatte Angst, sie würden in ein Leben fallen, wie meines es war. Watte zwischen ihnen und der Welt. Und sie werden so einsichtsvoll. Tupfer sind da, Tabletten, Ampullen, wohlriechende Prophylaktika. Und sie haben reizende Töchter und Schwiegersöhne, wie jene Götzen, die wohl von Schneidermeistern verehrt werden. Die Maße stimmen jedenfalls. Und die Intelligenz ist von jener Art, die man hochgradig nennt. So war Ihr Leben vielleicht. Meins wird anders sein. Deshalb sage ich's. Deshalb kam ich zu Ihnen. Nie habe ich gesprochen. Nie etwas getan. Erst als ich Sie sah und ihn. Als ich erfuhr, dass er tun soll, was mein Vater getan hat. Wissen Sie, was Pantotal ist? Als ich noch ein kleines Mädchen war, wusste ich schon, was Pantotal ist. Es ist Suggestion. Millionen Schachteln sind davon verkauft. Mein Vater schrieb die Verse dazu. Mein Mann managte es. Deshalb spreche ich. Lassen Sie mir Zeit. Ich habe ihn gewarnt. Aber nun kommt es mir dumm vor, zu triumphieren. Sagen zu können, ich habe recht gehabt. Wir haben ja Zeit. So viel Zeit, wie Sie zu haben glauben, haben Sie nicht. Sie denken von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Jetzt kommt es. Das, was das Leben genannt wird. Aber es kommt nicht. Über Ihrem Leben wird stehen, was in seinem Dienstvertrag steht. Ihr Leben gehört der Oramark. War Robert sehr kläglich? Er war nicht kläglich. Er hätte gar nicht mit Ihnen reden sollen. Es lullt einen langsam ein, indem man darüber spricht. Es rieselt wie Sand. Dieser sanfte, dieser leichte Schmutz der allmählichen Einsicht. Sehen Sie, es ist gar nicht schlimm, dass Sie die Becker-Denkschrift geändert haben. Schlimm ist, dass er die Notwendigkeit einsah. Gibt es etwas Dümmeres, etwas Unwichtigeres als so einen Beitrag zur Jubiläumsschrift eines Konzerns? Nein, es gibt nichts Dümmeres. Ich will nicht. Ich will nicht, dass die Welt sich dreht wie eine Walze, die Schablone aus ihrer Öffnung presst. Noch habe ich Zeit. Noch ist es Zeit. Aber geben Sie Acht, dass Sie nicht zugedeckt werden mit diesem sanften, feinen Schmutz der Einsicht. Zuletzt werden Sie dann einsehen, dass Gott zurechtgekreuzigt wurde. Lassen Sie nicht zu, dass Robert daran teilnimmt. Denn Sie werden morgens jenen Brechreiz im Halse spüren, von dem Sie nicht wissen, woher er kommt. Geben Sie Acht. Man wirft Ihnen ein Tuch über die Augen. Und ehe Sie die Kraft gefunden haben, es aufzuheben, sind 10 Jahre vorbei.
etwas vom Leben haben, so heißt dieses Tuch. Sie sitzen in der Dunkelkammer, tasten sich hilflos zurecht. Dann erwachen sie für einen Augenblick, aber schon hat man das zweite Tuch über sie geworfen und sie hören im Dunkeln Gelächter, Kinder erziehen, Mutter sein und wenn sie das Tuch aufheben, sind wieder 10 Jahre vorbei. Und in ihrem einen hellen Augenblick sehen sie fremde Geschöpfe, mit Pantotal gepflegt. Ihre Kinder. Das dritte Tuch heißt wie das erste. Etwas vom Leben haben. 45 sind sie geworden. Und so schnell ging alles vorbei. Und nichts blieb, als der Schlamm, den die Jahre in dir ablagerten. Ach, hören Sie auf, bitte. Hören Sie auf, bitte. Schon ist mir, als hätte ich jahrzehntelang diesen Schlamm geschluckt, von dem Sie sprechen. Ich habe Angst und ich fühle mich so schwer wie Blei. Ich hätte darauf bestehen sollen, dass er nicht hingeht. Man kann nicht ein bisschen im Sumpf spazieren gehen. Man bleibt ganz draußen oder versinkt. Ich habe recht gehabt, aber ich schäme mich, weil ich recht hatte. Es ist zu dumm zu triumphieren. Ich wünschte, ich hätte ihm anders helfen können, als dadurch, dass ich bloß recht hatte. Alles, was Sie sagen, wusste ich. Nur wusste ich es nicht so genau. Noch spüre ich den Brechreiz im Halse nicht, wenn ich erwache. Sondern ich freue mich auf das Brot, das ich zum Frühstück bekommen werde. Wissen Sie, wie Brot schmeckt? Das, was Sie trockenes Brot nennen, wissen Sie es? Ich habe es vergessen. Ich weiß nicht. Man sollte es nie vergessen. Wie man es bricht. Brot. Wie man die Zähne in die unebene, weiche Bruchstelle gräbt. Wie man rings um den Mund die wunderbare, weiche Berührung des Brotes spürt. Eine trockene Zärtlichkeit. Aber Sie, Sie haben wohl nie geweint, wenn Sie als Kind an einem Wintertag vor dem Keller der Bäckerei hockten und der warme, süße Duft des frischen Brotes hochstieg. Nein. Haben Sie geweint als Kind vor der Bäckerei? Ja. Ich hatte die Groschen in der Hand, um Brötchen zu holen. Aber bevor ich in den Laden ging, kniete ich mich in den Schnee vor dem Kellerfenster, tauchte mein Gesicht in den Dunst und ich weinte. Warum weinten Sie? Ich weiß nicht, warum. Ich konnte es nicht ertragen, ohne zu weinen. Und ich konnte nicht verstehen, dass die Bäckersfrau so gleichgültig war. Und später, wenn ich zur Schule ging, stand der Bäcker in der Tür, müde, blass und freundlich, und rauchte eine Zigarette. Da schämte ich mich. Aber warum schämten Sie sich? Ich weiß nicht. Seinetwegen. Ja, aber auch meinetwegen. Ich schämte mich vielleicht, weil er mir Unrecht tat. Aber ich auch ihm. Es ist wie, wenn ich im Kino weine. Robert sagt immer, dass ein Film niemals eine Träne wert sei. Mein Gott, Sie weinen im Kino, aber mein liebes Kind, Sie sollten doch... Nein. Ich weiß, dass ich es nicht tun sollte. Ich habe Unrecht. Aber auch Robert hat Unrecht, wenn er darüber lacht oder mit mir schimpft. Es ist wie mit dem Bäcker. Es ist wie mit dem Gedicht von der großen Flut. Finden Sie es wirklich schön? Ich finde es großartig. Ich nicht. Es mag schön sein, es mag gut klingen. Und es ist ein Bild, aber ich weiß nicht. Ich meine, es wäre ein wenig Betrug dabei. Wenn etwas wirklich schrecklich ist, dann muss man weinen. Aber dabei kann ich nicht weinen. Ich glaube, es ist ein Gedicht für Leute, die morgens mit Brechreiz erwachen. Ich aber spüre den Brechreiz noch nicht. Ich habe nie vor dem Fenster der Bäckerei, nie im Kino geweint. Und ich weiß nicht mehr, wie Brot schmeckt. Das, was wir trockenes Brot nennen. Und haben Sie nie gefunden, dass die grell gefärbten Zuckerstangen so wunderbar rot, so wunderbar grün sind? Wie grün sie waren. So sehr grün, das regte mich immer auf. Ich durfte sie nie lutschen, weil sie so schädlich sind. Sie sind nicht so schädlich wie der Staub, den sie schlucken mussten. Sie sind... Da kommt Robert.
Ich muss gehen. Lassen Sie mich schnell raus. Sie sind hier? Ich bin froh, dass ich Ihnen danken kann. Lassen Sie mich gehen. Danken Sie mir nicht. Sagen Sie, lieber Franziska, was ist, sie wartet? Oh, es ist nichts. Es ist so, wie ich sagte. Die Erinnerung an das, was nicht war. An den Nachmittag, der hätte sein können. Diese Erinnerung fängt an, lebendig zu werden. Auf Wiedersehen. Ich fühle mich dumm mit allem, was ich gesagt. Ich fühle mich überflüssig, wenn ich an die Tränen denke, die Sie vor dem Keller der Bäckerei geweint haben. Wenn ich Sie einmal wiedersehen dürfte, wäre ich froh. Und wenn Sie dann Zeit haben, laden Sie mich zu Brot ein oder zu Tränen im Kino. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wage gar nicht, dich zu fragen. Was hast du getan die ganze Zeit über? Ich habe im Fenster gelegen und gewartet. Ich kenne kein schöneres Zimmer als dieses. Und es schien mir plötzlich, als wüsste ich, dass die große Flut nicht kommt. Als Frau Borsig kam, hatte ich Angst. Wenn sie sprach, war es mir, als würde ich mit Tod beworfen. Tod mit Trauer parfümiert. Ekel mit Lavendelwasser überspritzt. Brechreiz, der nach Kaviar schmeckt. Sie hat recht, wie der Bäcker, der über den Geruch des Brotes nicht weinen kann. Ich habe Knie außerhalb des Kellers im Schnee. Und ich weine über das Brot, weil es so süß duftet. Und über den Schnee, weil er so weiß ist. Und du? Ich habe mich nicht gelangweilt. Oh, Sie sind schlau. Und das Merkwürdige ist, eine Trauer liegt über Ihnen, die einen schwach machen könnte. Aber Sie sind weder schlau noch traurig genug. Ich kann nicht tun, was Sie von mir wollen. Selbst wenn ich wollte, ich könnte es nicht. Ich sehe Sie, ich sehe die Leute, die auf meine Geschichte hin 2,10 Mark auf irgendeine Theke legen. Geld, für das sie hätten Brot kaufen, ins Kino gehen oder Zigaretten holen können. Geld, das sie hätten verschenken können. Geldstücke türmen sich vor meinen Augen zu schlanken Pyramiden. Groschen wimmeln wie eine Kolonie Ungeziefer. Dr. Borsig sagte, sie sehen zu weit, sie sehen zu tief. Aber man kann nicht weit, nicht tief genug sehen. Noch sehen sie alle die Lippen der Frauen rot, sehen das Gras grün. Soll ich ihnen einreden, sie sehen die Lippen grün und das Gras rot? Die Angst müsste vergrößert werden, sagte Söntgen. Aber die Angst ist groß genug. Ich kann nicht den billigen Trost schenken. Aber weniger noch kann ich die billige Angst vergrößern. Und du? Was hast du erwartet von mir? Ich hatte Angst. Aber die ganze Zeit über habe ich gehofft auf das,